Man, ja, wir müssen halt gucken, dass wir bei Gelegenheit den einen oder anderen Wärmob halt erledigen, weil da könnten halt gute Items für uns dabei sein. Die werde ich angewiesen sein. Ich bezweifle, dass ich hier in Hardcore eine Dungeon-Gruppe finden werde. Beziehungsweise, dass ich mir eine Dungeon-Gruppe suchen möchte. Wird das Risiko des Sterbens möchte ich dann eigentlich doch nicht eingehen. Noch nicht wirken. So, dann haben wir noch Verderbnis und dann hier Abmachung, Zauberstab. Och nö. Nee, ist nicht, Freunde. Nö, 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 nö. Ihr könnt mich jetzt mal. Ja, natürlich jetzt geil, wenn die Spinne ab ist. Sieht aber fast nicht so aus. Weil man dazu sagen muss, ein Klassiker, ein Cutter. Hatte die Spinne dann auch einen festen Punkt hier auf der Weide und dann wurde das um sie rum rein optisch immer so ein bisschen angepasst, dass es das aussieht, wie da so ihren Bau aufgestellt hat. Ist halt optisch mega gut gemacht. Aber was Realmops angeht, scheinen wir hier nicht wirklich Glück zu haben heute. Das lenkt immer noch auf. Ist irgendwie ironisch, wenn man bedenkt, dass gerade das Startgebiet der Untoten ja eigentlich sehr reich an Realmops ist. Spinnennetzrobe? Wow. This gets removed. Also es wird mit Patch 4.0.3 entfernt und wurde dann mit 10.1.7 wieder hinzugefügt. Macht Sinn. Oh, Spinnenbeine. Ich muss näher ran. Ich kenne ein super Rezept von den Elfen. Spinnenwang der Kaidorei. Das ist auch so eine nervige Quest bei den Nachtelfen im Startgebiet. Wenn man dann halt meistens in der Regel mal die Spinnenbeine verkauft und dann, die ist dann nicht so. Ja, es ist jetzt irgendwie ungünstig. Du brauchst ja 7 Stück für die Quest. Und dann darfst du nochmal Kochkunst auf Stufe 10 bringen, um das Rezept überhaupt nutzen zu können, beziehungsweise lernen zu können. Thank you.
dann die drei Standard-Kochrezepte am Anfang sind ja die vortergebackenen Eier, das geholte Wolfsfleisch und geröstete Eberfleisch. Ja, sagen wir es mal so, 2 von 3 Rezepten könnte ein bisschen schwer werden im Nachtelfengebiet. Wenn nahezu unmöglich. Es ist nämlich das geröstete Eberfleisch und das verkohlte Wolfsfleisch, weil es nämlich in dem gesamten Gebiet weder Eber noch Wölfe gibt. Bleiben nur noch die kräutergebackenen Eier. Das heißt, ihr müsstet in dem Fall dann Jagd da auf die Stritchit-Eulen machen, was man in der Regel eher selten tut. Weil es halt nur eine Quest gibt, die es beinhaltet, diese Eulen zu jagen. Und davon abgesehen, dass diese Stritchit-Eulen standardmäßig euch in Ruhe lassen. Die sind nicht aggressiv. Das ist zu weit entfernt. Kann ich dich in die Flucht schlagen? Ja, kann ich. Kann ich noch nicht wirken? Na was? Steht sofort 100 Punkte Leben wieder her. What the fuck? Dann nenne ich den besseren Gesundheitsstein. Auf Level 22 erst? Alter, überträgt pro Sekunde 10 Punkte Gesundheit vom Ziel auf den Zauber und dann hält 5 Sekunden lang an. Hält 5 Sekunden lang an. Pro Sekunde 10 Punkte Gesundheit. Also 50. Wow. Wir sind am Arsch. Wir sind sowas vom am Arsch. Ich bin außer Reichweite. Nein, bei den Spinnen kann sogar ein Zauberstab droppen. Ich könnte jetzt ein bisschen hier bleiben und Stuff sammeln. Einen Plan, ne? Nein, diesmal habe ich mir keinen Glasboden. Ich hoffe einfach, dass ich doch irgendwann irgendwie gelernt habe zu trinken, ohne mich zu bekleckern. Ich merke gerade, ich mach mal eben Fenster auf. Ich hoffe jetzt nur, dass man, dass das
Außen mit der gut nicht zu laut ist, sonst muss ich zwischendurch irgendwann das Fenster wieder zumachen. Aber im Moment ist noch alles cool. Kleine Spinnenbeine. Überleg gerade. Gab es in Vanilla WoW das Kochrezept, wie die Spinnenbeine der Kaidorei auch auf Seiten der Horde? Oder gab es das? Nicht wieder Donner-Echsenschwanz? Nee. Klebriger Spinnenkuchen? Spinnenwurst? Der fragt das nicht. Weil wenn müsste es ja hier eines der ersten Rezepte sein, was hier aufgelistet wird. Oh Gott. Everyday Cooking. Alles aufdecken kann. ATT. Schauen wir mal hier direkt rein. Müsste einfacher sein. Berufe Kochkunst. Professions Cooking. Mhm. Das ist allgemein. Gebratener Lachs. Nee, ich glaube, das Rezept gibt es tatsächlich nur auf Seiten der Allianz zu dem Zeitpunkt. Ich weiß, mit BC konnte man das Rezept auch auf Horde-Seite bekommen, weil man ja da dann auch die Blutelfen spielen konnte. Aber das macht natürlich sein macht natürlich Sinn, dass du hier Spinnen bei der Kaldorei halt nur auf Ali Seite lernen kannst. Und ich bin gerade einfach nur zu blöd, um das zu sehen. Schön ist ja, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Stuff haben können und kaufen können, damit wir wieder auf Gold kommen. Ja, dann gucken wir auch genauso gut uns hier an den Scharlachroten zu schaffen machen. Wird denn aber auch nichts weiter zu angezeigt. Thank you.
müssen wir noch Sachen für Buffgut sammeln. Also entweder machen wir jetzt Jagd auf Fledermäuse oder auf Schattenhunde. Boah, ich sehe mich ja schon eher bei den knusprigen Fledermausvögeln, ne? Wir haben eigentlich von beiden relativ viel hier abgewiesen. Und um Undercity. Ja, ich will eigentlich aber... Komm. Den Zauberstab schon schwingen. Kollege. Kollege Schnürschuh. Hat der sich gerade geheilt? Ist ja in der Frechheit. Das ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Warum wir so etwas keine interessanten Stuff bekommen, aber die drücken ja auch Kupfer. Okay, ich nehme das mit den interessanten Sachen zurück, die sie nicht droppen. Können durchaus interessante Sachen droppen. Moinsen, Hamburger Jung! Einen schönen Sonntagmorgen. Ja, wir haben noch Sonntagmorgen. Ich muss gerade etwas drüber gucken. Das hört immer noch auf. Und du gehst mal ein Rundchen spazieren, Fräulein. Weil ich den Feder mal reingedrückt bekomme. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Warum heilt ihr euch ständig? Was soll das? Ich will mich hier jetzt nicht über Quellwasser beschweren, aber ich damit ja mal auch regenerieren kann, aber langsam habe ich das Quellwasser ein bisschen über. Bis in der Moment kommt, wenn ich out of Ressourcen bin. Dann stehe ich nachher wieder in irgendeiner dämlichen Höhle da und kann kein Mana regenerieren, weil ich nichts dabei habe. Ich habe doch schon eine schwächliche Schwert. Könnte ich nicht langsam mal wieder ein gutes Schwert bekommen? Man sollte ja meinen, dass die, dass man gerade bei den humanoiden Gegnern, häufiger mal Waffen droppen sollte. Ich muss näher ran. Die hat den Heilzauber gewirkt. Ich bin außer Reichweite. Ja,
Problem ist, ich will mir aber auch keine Waffe kaufen. Wie würde der Waffe jetzt droppen würde, das wäre nicht geil. Ich muss näher ran. Ich war auf Stitches. Jetzt sind wir hier wieder bei den ganzen Runden. Ich glaube, es wird dann doch eher darauf hinauslaufen, dass wir als nächstes mit dem gewürzten Wolfsfleisch durch die Gegend laufen als Barfuß. Im Grunde genommen ist es egal, die Fledermausflügel sowie das Wolfsfleisch, die haben denselben Effekt. Macht also keinen Unterschied. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die sozusagen einen großen Unterschied in dem Rezept gibt. Für das Wolfsfleisch brauchen wir halt Wolfsfleisch und die milden Gewürze und für die Fledermausflügel halt die Fledermausflügel und die milden Gewürze. Also, ob wir nur das eine oder das andere machen, da tut sich nicht viel. Ich sagen muss, ich fühle es ja immer noch schön, wenn ich hier mal dieses eine Schwert bekommen würde. Ich glaube, war anders. Hier. Das schattige Großschwert. Kurzschwert. Aber das Problem ist ja, dass die verirrte Seele jedes Mal nur diesen Umhang droppt. Egal wie oft man die umklatscht. Macht das Ganze dann so ein bisschen witzlos. Die eigentlich so einen recht großen Itempool hat, aber die von diesen Items gefühlt immer nur ein und dasselbe droppt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die überhaupt noch vom richtigen Weg zurück bin. Doch, bin ich. Alles gut. Alles Togo. So, du, Mensch, so eine Wanderschaft zwischen beiden ist doch auch ganz schön, ne? Ich meine, gut, ja. Hier sind ein paar Fledermäuse unterwegs. Dann gibt es hier noch bissige Hunde. Aber. Gut, je nachdem, wo du hier spazieren gehst, hängen an den Bäumen noch die ein oder andere Leiche. Aber. Alles halb so wild. Was ist? Seid auf der Hut.
Ein Deutsch. Aber der war immer noch besser als das scheiß Schwert. Mit seinen 5 bis 10 Schaden. Begrüßt den Schatten. Ist doch so ein schlechter Witz, ey. Raus mit der Sprache. Ein besserer Teil. Vertraut niemandem. Die dunkle Fürstin schütze euch. Was ist? Ich glaube, den kleinen Giftbeutel brauche ich später noch für Erste Hilfe, um Gegengift herzustellen. Den behalten wir mal noch. Ja, komm, der fleißige Fledermausbügel kommt dann weg. So, damit haben wir wieder ein bisschen Kohle reingeholt. Fürchtet die Lebenden. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass uns jetzt hier gleich wieder das Problem kommt, dass ich nicht genug Platz im Inventar habe, aber jetzt sind wir ja nicht mal mit einem ansatzweise vollen Inventar zurückgekommen. Ich bin von den Verlassenen. Nee. Vertraut niemandem. Ich will den Landschuh aber jetzt nicht wieder in ein paar Bänder investieren. Könnte ich zwar machen, weil dann könnte ich mir direkt die besseren herstellen, aber... Nee. Ach komm, wisst ihr was, wir haben jetzt mit den Scharlachroten angefangen, jetzt bringen wir das mit den Scharlachroten auch zu Ende. Aber bevor wir dies tun... Komm schnell zur Sache. Die dunkle Kommt Fünf schnell zur Sache. Für euch. Auf in die Küche. Zeit wird kommen. Wir machen uns nochmal so ein bisschen... leckeren Stuff. Ich müsste echt so sehen, dass ich Muschelfleisch bekomme. Ich meine ja, dass die Murlocs diese Muscheln gedroppt haben hier. Aber andererseits ist halt die Frage, will ich wirklich in Hardcore das Risiko eingehen und mich mit Murlocs anlegen? Weil theoretisch versuchen kann man es. Das rundum Knolle Surprise. So, wir stellen uns gerade noch mal einen Gesundheitsstein her. Knusper, Knäuschen. Ja, dann machen wir uns wieder auf den Weg zu den Scharlachroten. Das ist eigentlich so bescheuert. Erst rennst du hier hin, bringst die Quest zurück, nur damit sich dann wieder nach da schieben. Das ist so nervig. Muss sagen, da gefällt mir die abgeänderte Variante in also nach Kata wesentlich besser. Und wenn er dann noch das erste Mal auf Lydian Boss trifft. Aber nee, müsste das ja dann nicht. Müsste das nicht mit WOTK schon sein?
Nee. Ist der Sabkata. Das Stadtgebiet wurde erst mit Kata überarbeitet. Dementsprechend gibt es auch die, die gesamte Storys, Story-Questline hier, die den Boss erst seit Kata. Ja, so kann man natürlich seine Spiele auch beschäftigen. Ewig lange Laufwege. Einerseits macht mir es ja im Open World Spiel sehr viel Spaß, die Gegend zu erkunden. Ich mag es, wenn es viel zu sehen und zu entdecken gibt. Das Problem ist nur, dass du manchmal für Quests gefühlt ewig irgendwo hinlaufen musst. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Level up! Da haben wir ja schon die Leichen, die in den Bäumen hängen. Wie war das? Alle Kinder spielen am Galgen, außer Sieglinde. Die baumelt im Winde. Bisschen makaber, ne? So, damit könnten wir jetzt Blut saugen von dem Blut der Kühnheit. Ich hatte eine tolle Kühnheit. Buch das Ziel mit der Kühnheit, wodurch sich die Nahkampfangriffskraft 2 Minuten lang um 20 erhöht, jedoch die Rüstung um 140 verringert. Mit einem Flug belegte Feinde fliehen nicht nur und ignorieren Furcht- und Entsetzungseffekte. Es kann immer nur jeweils ein Flug pro Hexenmeister auf seinem beliebigen Ziel aktiv sein. Ja, hä? Der Flug der Teuer Kühnheit, das ist aber auch so ein zweischneidiges Schwert wieder. Ich meine, ja, er erleidet mehr Schaden, aber er macht ja auch mehr Schaden. Das könnte uns genauso gut zum Verhängnis werden. Oh boy, dieser Weg jetzt. Jetzt drücke ich in diesen scheiß Furchteffekt rein, meine Fresse. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
noch die Schadachroten und Smithier, die sind halb so wild. Ich glaube, hier waren noch einige Magier der Scharlachroten. Bei denen musste ich aufpassen. Das lädt immer wieder auf. Wir haben die Bandagen, sollten wir so mal nutzen. Die hat mich schon fast ein bisschen an meinen Schurken. Vorgestern hatte ich mir eine Nachtelfenschurke in der Stadt gehabt und hab mit der Schurke dann halt die Berufe jetzt halt Kräuterkunde und Alchemie gelernt. Das einerseits, weil ich glaube, dass das ziemlich praktisch sein kann, dass ich Alchemie dann habe, weil ich dann unter anderem Heiltrick zu was herstellen kann, was mir jetzt zwischendurch schon ein paar Mal den Arsch gerettet hat und das Spielen wirklich wesentlich einfacher gemacht hat. Auch wenn ich jetzt dazu sagen muss, dass ich halt nicht mit der Schurken auf dem Hardcore-Server spiele, sondern auf einem ganz normalen Classic-Server. Dementsprechend konnte ich mir von einem anderen Char halt noch so für den Anfang zwei Birds darüber schustern. Einen mit plus zwei Angriffskraft und einen mit Heilig-Zauberschaden. Ich meine, was du kriegen kannst, das nimmst du halt. Der zweite Grund, warum ich diese Berufe gelernt hatte, war halt, weil ich ja mit dem Schurken später noch das Rezept für den Diesel-Tee bekomme und dafür brauche ich ja dann auch die Flitz-Diesel. Und damit ich mir die Flitz-Diesel nicht kaufen muss, habe ich halt dementsprechend Kräuterkunde gelernt. Jetzt kann ich mir später die Flitz-Diesel selber sammeln. Und das in Mengen. Darüber hinaus habe ich halt noch die ganzen Verstärkungen durch die Tränke. Abgesehen von den Heiltränken und sowas, es ist halt schon cool, was du sonst halt noch so herstellen kannst, wie zum Beispiel die Tränke der Verteidigung oder Wirklichkeit, und hast du nicht gesehen, weil du kannst ja mit den Tränken auch nochmal ordentlich was rausholen. Genau, Neophyten, so hießen die Zauberer der Scharlachroten hier. Okay, die beiden fühlen sich nicht getriggert, das ist gut. Achso, die geht jetzt noch auf ihre Patrouille und lässt die Kameradin da alleine. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Mann. Das drückt sich durch uns.
Oh, hier kommt wieder wer rummarschiert. Natürlich geht die jetzt auf Patrouille. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Komm, hier drücke ich jetzt ein Shadow Ball in die Fresse. Ich habe kein Ziel. Brandlederstiefel. Das sind jetzt seine zwei Leibwaffen. Ich würde sagen, den einen fielen wir direkt weg. Die andere machen wir platt. Und jetzt indirekt machen wir die platt. Auf ihn setzen wir erstmal die Dots. Ihn schicken wir wieder weg. Dann müssen wir es jetzt ohne den Umpen kriegen. Den holen wir gleich wieder. Kann ich noch nicht tun. Hey, das lief doch ziemlich gut. Wir haben zwar unseren Imp verloren, aber das ist...